Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, heute bei unserem Kindergottesdienst im Sulinger Land. Ja, das ist toll. Ist Gott auch dabei? Na klar ist Gott dabei. Gott ist doch immer und überall mit dabei. Und darum zünde ich auch jetzt unsere Kibo-Kerze an. Denn heute beginnt eine richtig tolle Zeit. Eine Zeit, auf die ich mich schon das ganze Jahr sehr freue. Was beginnt denn heute? Na, heute beginnt die Adventszeit. Heute ist der erste Advent. Advent? Was heißt das denn? Advent, das ist ein Wort aus der lateinischen Sprache. Das bedeutet Ankunft. Oh nein, kommt Tante Frieda zu Besuch? Nein, Tante Frieda kommt nicht zu Besuch. Keine Angst. Im Advent bereiten wir uns darauf vor, dass Jesus in diese Welt kommt. Er ist an Weihnachten geboren. Und da wollen wir es natürlich richtig festlich und schön machen und ihm zeigen, dass wir uns darauf freuen, dass Jesus kommt. Puh, das dauert aber noch lange. Tja, Weihnachten ist noch ein bisschen hin. Aber weißt du was? Schau mal, was die Pia dir schenkt. Sie war einkaufen und sie hat dir einen Adventskalender gekauft, damit die Zeit bis Weihnachten nicht ganz so lang ist. Jeden Tag bis Weihnachten darfst du ein Türchen öffnen. Toll! Und was ist dahinter? Na, was dahinter ist, das verrate ich nicht. Das musst du schon selber rausfinden. Übermorgen ist der 1. Dezember und dann darfst du das erste Türchen öffnen. Im Advent gibt es auch so richtig viele schöne Lieder. Und eins davon, das wollen wir jetzt miteinander singen. Wenn unsere Kerze brennt, dann feiern wir Advent. So heißt unser Lied. Wenn unsere Kerze brennt, dann feiern wir Advent. Es soll das Licht in seinem Schein. Gott, wir stehen bei uns sein. Wir feiern den Advent. Wir feiern den Advent. Wir machen uns bereit. Jetzt für die Weihnachtszeit, als Gottes Sohn zur Welt kam, in einer dunklen Nacht, wir machten uns bereit, wir machten uns bereit. Boah. Ein schönes Bild, ein Adventskalender. Was wohl dahinter ist? Oh, ich bin ja so neugierig. Wenn ich die erste Tür nur ein ganz wenig, so ein bisschen, nur mal gucken. Oh, Mann, Schokolade. Lecker. Mal probieren. Und wenn ich noch das zweite Türchen aufmache? Macht ja nichts, ich kann es ja wieder zumachen. Oh, Mann, das schmeckt nach mehr. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin so satt. Oh. Gustav! Oh nein, das sind Pia und Sonja. Wenn die den Kalender sehen, das gibt Ärger. Schnell, schnell, ich mach das Licht aus und dann verstecke ich mich. Ein Lichtschalter, da ist eine Tür. Ah, endlich! Gustav, bist du hier? Gustav? Oh, Pia, schau mal hier. Der Adventskalender. Alle Türen offen. Das gibt's doch nicht. Ich ahne, wer das gemacht hat. Und siehst du auch diese verdächtige Beule da unter der Decke? Na, Gustav, was hast du wieder ausgefressen?
Aufgegessen müsste man wohl besser sagen. Den ganzen Kalender auf einmal. Aber dann hast du doch gar keine Vorfreude mehr. Das ist doch richtig blöd. Tja, und außerdem hast du jetzt Bauchschmerzen. Und das Licht einfach so auszumachen, das ist echt nicht cool. Das macht mir ja richtig Angst. Tja, im Dunkeln zu sein ist wirklich nicht schön. Wisst ihr was? Der Johann, der mochte es auch nicht im Dunkeln. Und vor allen Dingen mochte er es nicht, wenn es im Leben von Kindern dunkel war. Wenn Kinder es schwer hatten. Und dagegen hat er etwas gemacht. Und er hat etwas Besonderes erfunden. Vor vielen Jahren, im Jahr 1808, wird in Hamburg ein Junge geboren. Er heißt Johann. Johann Hinrich Wiechern. Johann ist das älteste Kind in seiner Familie. Nach und nach bekommt er noch 6 Geschwister. Bei Familie Wiechern geht es immer fröhlich zu. Es wird viel gesungen und abends, wenn der Vater von der Arbeit kommt, liest er den Kindern Geschichten aus der Bibel vor. Alle sitzen im Kreis um den großen Tisch und hören gespannt dem Vater zu. Auf diese Zeit freut sich Johann immer besonders. So gehen die Jahre ins Land. Doch eines Tages, Johann ist 16 Jahre alt, da stirbt sein Vater. Das ist schlimm für Johann und seine Familie. Sie sind sehr traurig. Und mit einem Mal sind sie auch sehr arm. Der Vater hat das Geld verdient. Nun haben sie kein Geld mehr, um sich Essen zu kaufen. Johann, was sollen wir nur machen? Die Mutter weint. Johann tröstet sie. Ich werde mir eine Arbeit suchen und Geld verdienen. Aber du willst doch Pastor werden. Das geht doch nicht, wenn du arbeitest. Mach dir keine Sorgen. Gott wird es gut machen. Bald hat Johann eine Arbeit gefunden und kann nun ein wenig Geld verdienen. Er ist Hauslehrer und unterrichtet Kinder von reichen Familien in der lateinischen Sprache. Aber Johann macht noch etwas anderes. Nachts lernt er für die Schule. Seinen großen Traum, Pastor zu werden, hat er nicht aufgegeben. Johann ist ein guter Lehrer und er ist sehr fleißig. Das beeindruckt die Eltern seiner Schüler. Sie helfen ihm und geben ihm Geld, damit Johann studieren kann. Und eines Tages hat er es tatsächlich geschafft. Schau mal, Mutter, hier bin ich. Ich bin jetzt ein Pastor, nicht wahr? Gott hat es trotz allem gut gemacht. Als die anderen Hamburger Pastoren merkten, wie gut Johann mit Kindern umgehen und ihnen etwas beibringen kann, bekommt er eine ganz besondere Aufgabe. In Hamburg gibt es zu jener Zeit viele arme und bettelnde Menschen. In den armen Vierteln der Stadt Hamburg kümmert sich Johann nun um die Kinder, die für wenig Geld in den Fabriken arbeiten müssen und nicht in die Schule gehen können. Ihnen gibt er die Möglichkeit, am Sonntag bei ihm in die Schule zu gehen, um lesen und schreiben zu lernen. Bei Johann bekommen sie auch ein warmes Essen. Oft besucht Johann auch die Familien der Kinder und versucht zu helfen, wo es nur geht. Überall auf den Straßen sieht er bettelnde Kinder. Manche haben keine Eltern mehr. Viele stehlen und sind völlig verwahrlost. Sie brauchen eine richtige Familie, denkt Johann. Da kommt ihm eine Idee. Er kann ihnen doch so eine Familie geben. Bei ihm sollen sie ein gutes Zuhause finden. Dafür braucht er aber ein Haus. Wieder geht Johann zu den reichen Kaufleuten in Hamburg. Helft mir, ich brauche Geld, um ein Haus zu kaufen. Ich möchte den bettelnden Waisenkindern ein Zuhause geben. Und die Menschen helfen Johann. Und eines Tages hat er genug Geld zusammen. Auch der Bürgermeister unterstützt ihn. Er bekommt ein altes Bauernhaus zur Verfügung gestellt. Es heißt das Raue Haus. In diesem Haus sollen die Kinder wieder fröhlich werden. So fröhlich, wie ich es als Kind war. Wir wollen eine Familie sein. Seine Mutter unterstützt ihn bei dieser großen Aufgabe. Aber der Anfang ist sehr schwer.
Viele Kinder wissen nicht, wie es ist, in einer Familie zu leben. Sie kennen nur die Regeln der Straße. Um zu überleben, müssen sie kämpfen, lügen und stehlen. Im rauen Haus ist alles ganz anders. Manche können sich nur schwer eingewöhnen. Sie stehlen Essen und lügen Johann an. Und manchmal laufen sie einfach weg. Johann geht die Kinder dann suchen. Oft betet Johann und bittet Gott um Hilfe. Mittlerweile ist es später November geworden. Die Bäume tragen kaum noch Blätter. Der Wind fegt eisig um das Haus. Die Nacht bricht herein. Johann schaut aus dem Fenster. Manchmal ist das Leben auch so dunkel und kalt. Wie gut, dass es bald Weihnachten wird. Wie gut, dass Gott selbst in diese Welt kommt und es hell und warm machen möchte. Wie kann ich dieses Geheimnis von Weihnachten nur meinen Kindern erklären? Morgen ist schon der erste Advent. Da hat Johann eine Idee. Er holt das große hölzerne Wagenrad, das neben der Haustür lehnt. Er überlegt. Für jeden Adventssonntag setze ich eine dicke weiße Kerze drauf. Und für jeden Wochentag eine kleine rote Kerze. Dann hängt er das Rad mit Seilen an den Deckenbalken. Was werden nur die Kinder sagen? Fragt er sich und freut sich über diesen schönen Einfall. Als die Kinder am nächsten Morgen in die große Diele treten, gibt es ein großes Staunen. Was ist das? Was machen wir damit? Fragen sie. Johann erklärt es. Das ist ein Adventskranz. Jeden Tag bis Weihnachten darf ein Kind eine Kerze anzünden. So wird es jeden Tag ein wenig heller und wärmer bei uns werden. Bis an Weihnachten mit Jesus das wahre Licht in diese Welt kommt. Jeden Abend sitzen sie nun alle gemeinsam unter dem Adventskranz. Ein Kind darf die Kerzen anzünden. Sie singen Adventslieder und Johann erzählt ihnen Geschichten aus der Bibel. Und jeden Tag wird es ein wenig heller in der Diele des rauen Hauses. Immer wieder kommen Leute in das raue Haus, um Johann zu besuchen. Die Gäste sind begeistert vom Adventskranz. Johanns Idee spricht sich schnell in Hamburg herum. Es dauert nicht lange, da entzünden immer mehr Familien in der Adventszeit Kerzen auf einem Kranz und schmücken ihn mit Tannengrün. Bald ist Johanns Idee in ganz Deutschland bekannt. Auf vielen Kränzen brennen heute aber nur noch 4 Kerzen. Für jeden Adventssonntag eine. Sie sollen uns an Jesus erinnern, der Weihnachten, als das Licht in diese Welt gekommen ist. Johann Heinrich Wichern hat auf seine Art und Weise Licht in die Welt gebracht, zu den Menschen, damals in Hamburg. Wir wollen das heute mit diesem Lied heute tun und das Licht zu euch singen. Tragt in die Welt nur ein Lied, sagt allen, fürchtet euch nicht. Mitmachaktion lautet: Tragt in die Welt nun ein Licht. Bastelt ein Windlicht und stellt es bei euch ins Fenster. Oder
bringt es jemandem vor die Haustür, der momentan vielleicht krank oder traurig ist, und legt einen kleinen Gruß dabei und macht ihm damit eine Freude. Wie ihr ein solches oder ein buntes Windlicht basteln könnt, das zeigen wir euch jetzt. Diese beiden Windlichter sind ganz einfach herzustellen. Für das erste Windlicht braucht ihr ein Glas, Tesafilm, ein Maßband, ein Stück Kordel, eine Schere, ein Lineal und eine alte Zeitung. Zuerst messt ihr mit dem Maßband den Umfang eures Glases aus. Danach messt ihr auch noch aus, wie breit euer Zeitungsstreifen sein soll. Dann übertragt ihr die Zahlen, den Umfang des Glases und die Breite eures Glases auf eine Zeitung. Und dann nehmt ihr eure Schere und schneidet den so entstandenen Streifen aus. So ungefähr sieht euer Streifen aus. Dann nehmt ihr den Streifen und faltet ihn auf die Hälfte. Jetzt muss ja auch noch das Herz in den Streifen geschnitten werden. Dafür nehmt ihr euren Stift und malt ein halbes Herz direkt auf den Falz und schneidet dieses halbe Herz aus. Seht ihr? So ist ein Herz entstanden. Nehmt ihr einen Tesafilmstreifen, legt euren Zeitungsstreifen um das Glas herum und klebt es fest. Fertig ist euer Glas. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch mit einer Kordel oder Geschenkband euer Glas verzieren. Und fertig ist euer Windlicht. Wenn ihr ein buntes Windlicht basteln möchtet, dann braucht ihr natürlich wieder ein Glas und Kleister und buntes Transparentpapier. Das bunte Transparentpapier, das reißt ihr in kleine Stücke. Das braucht ein bisschen Zeit. So, nun haben wir, glaube ich, fast genug. Jetzt brauchen wir den Kleister. Ihr nehmt den Kleister und schmiert ihn um das Glas herum. Dann nehmt ihr euer buntes Papier und legt es auf den Kleister drauf. Übereinander, nebeneinander und immer wieder mit Kleister schön verstreichen, damit sie gut anhaften. Wenn alle Flächen bedeckt sind, lasst ihr das Glas noch eine Weile trocknen. Und voilà, fertig ist auch dieses Glas. Du, das mit dem Kalender tut mir leid. Ach, schwamm drüber. Meinst du, ich kriege im nächsten Jahr trotzdem einen Adventskalender? Na klar, bekommst du im nächsten Jahr wieder einen Adventskalender. Zum Abschluss unseres Kindergottesdienstes betet Corinna mit uns. Und wir wollen Gott Danke sagen für die Adventszeit und dass er das Licht der Welt ist. Und dann stellen wir uns mit Silke unter Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Lieber Gott, es ist Advent geworden. Wir warten auf Weihnachten und freuen uns auf diese Zeit. Für viele Menschen ist das Leben gerade dunkel und schwer. Ich zünde ein Licht für sie an und bitte dich, dass du bei ihnen bist. Du bist das Licht der Welt. In deiner Nähe ist es schön und hell. Danke dafür. Amen. Es segne und behüte uns Gott, der die ganze Welt geschaffen hat und alles, was auf der Erde lebt, der als Kind zu uns gekommen ist und unser Leben hell machen möchte.